Und ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Perez, Esteban Ocon, der Witzbold. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Verstappen, Sainz Jr., Grosjean und Kevin Magnussen. Hülkenberg, Van Dorn, Daniel Ricciardo und Leclerc. Stroll, Sirotkin, Fernando Alonso und Pierre Gasly. Hartley und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Das war kein guter Start, aber reg dich nicht zu sehr auf. Wir können das alles noch retten. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren.
ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Okay, alles klar. Gar nicht so aggressiv. Wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Okay, Abstand zum Teamkollegen 19,3 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Brillantes Manöver. Zwei Plätze auf einmal. Gut gemacht. Die Rennleitung hat uns 3 Strafsekunden aufgedrückt, weil du einen anderen Wagen angerempelt hast. 3 Sekunden Strafe auf die Zielzeit. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Mit dem heutigen Tag bin ich nicht gerade glücklich, aber ich bin mir sicher, dass du dein Bestes gegeben hast. Mehr Glück beim nächsten Mal. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Sieg in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Team. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.
bitte war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autoscooter auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber uns nicht leisten. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto.